mochte diese Rolle sehr, sehr gerne. Ich fühle mich, manchmal fühle ich die auch noch. Wir spielen die Voicemail deines Lebens. Was ist das? Weißt du, was du geworden bist? Was bin ich? Erwachsen. Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin. Warte, was? Das ist eine Art Aufarbeitung auch dieser ganzen Sache, finde ich, die nie wirklich aufgearbeitet wurde. Manu, oh nee, ich krieg Ärger. Die Medien haben alles, was man eigentlich machen müsste, aus ethischer Sicht, ja, ignoriert. Man hat Angst. Man kriegt wirklich Angst. Zaza Inci-Bürkle, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wie geht's dir? Hallo, sehr gut. Und dir? Auch, danke. Ich frage eigentlich nicht, aber bei dir bin ich so neugierig. Wie alt, ja, bist du jetzt? 23. Und fühlst du dich damit alt oder jung? Ich fühle mich damit sehr alt gerade. Ich fühle mich alt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, es ist gerade so dieses Alter, wo man nicht mehr mit all die Sachen, die man so auf die Kette bekommen könnte. Und man kriegt die aber noch nicht so richtig auf die Kette. Langsam hat man keine Ausrede mehr dafür. Deshalb fühle ich mich irgendwie alt. Was denn zum Beispiel? Post bedeutet nichts Gutes mehr. Post bedeutet gar nichts Gutes mehr. Es nervt. Und Steuerkram, Papierkram, einen Ordner sortieren, das ist langsam nicht mehr so süß. Und mit 18, 19 war es noch so, ja, nicht so schlimm. Lernst du noch und jetzt ist langsam so, kriegst du auf die Reihe. Scheiße. Weißt du, was du geworden bist? Was bin ich? Erwachsen. Ja. Das Wort. Das Wort. Hast du laut gesagt? Oh Gott, Kinder werden dich siezen. Ja, ganz schlimm. Das wird ein harter, ja, Moment. Ist wirklich so. Letztens meinte auch eine Frau zu ihrem Kind, lass du die Dame mal bitte durch, lass du die Frau mal durch. Ich war so, oh mein Gott, ich bin eine Frau, ich bin eine Dame. Es ist soweit. Ich weiß noch, das allererste Mal, als ich gesiezt wurde, das war beim letzten Schultag, wir alle, ja, sind angezogen und dann kam eine ältere Dame zu mir und sagte, Entschuldigung, wogegen demonstrieren Sie hier? Nein. Aber da hat man sich echt alt gefühlt. Ja, also, willkommen in der Gang. Aber die gute Nachricht ist, wir sind mehr. Und wir sind mehr, ja, zu sein, ist immer gut. Du bist gerade viel unterwegs, man sieht, ja, dich an vielen Orten und bei tollen Filmen. Du warst bei Gladbeck dabei. Jetzt bist du zu sehen in Walpurgisnacht. Nicht echt, aber halt auch historischer Bezug. Auch historischer, gar nicht so lange her. DDR, BRD. Ja. Erzähl mal, worum geht's? Deutsch-deutsche Geschichte. Es geht darum, dass im Osten, im Harz, eine westdeutsche Touristin stirbt. Und das sieht nach einem Unfall aus. Aber ein Polizist dort glaubt es nicht so richtig, dass es wirklich ein Unfall war und trägt auf eigene Faust in dieses Formular irgendwie ein, dass es ein ungeklärter Todesfall ist. Und durch irgendwelche politische Situationen kommt eine westdeutsche Ermittlerin rüber und fängt an, das zu ermitteln. Und in diesem Dorf kommt halt unglaublich viel Dreck ans Tageslicht. Abgefahren. Und du mittendrin. Und ich mittendrin. Wunderbar. Ein Zweiteiler, ne? Ein Zweiteiler. In Tschechien haben wir gedreht, in Prag. Es war sehr, sehr kalt. Es war sehr, sehr kalt. Ich sehe es in deinen Augen. Es war so kalt. Und auch Fun Fact über Sets in Tschechien. Ich bin Vegetarierin. Und ich weiß einfach schon, jedes Mal, wenn ich ans Set komme, in Tschechien, beim Essen, da die sehr, sehr fleischlastig essen, gibt es für Vegetarier entweder Pommes, Nudeln, manchmal auch Pommes und Nudeln ohne Soße. Kein Scheiß. Nicht mal Reis? Nicht mal Reis. Nicht mal Reis. Pommes oder Nudeln. Immer eins von beiden. Oder so Pellkartoffeln, Spaghetti, irgendwas. Kannst ja was anbauen. Kannst was anbauen. Kannst was mitnehmen. Mach ja auch nichts anderes vor, ja, an den Tagen. Gar kein Problem. Bei High Society warst du auch dabei. Ja. Bei Fuck You Goethe 2, meine Güte. Ja. Du bist noch so jung, du warst schon so viel unterwegs. Ja, voll schön. Ja, und bei Doctor's Diary warst du auch. Ja. Meine Güte, wie kamst du denn dazu? Throwback. Bei Doctor's Diary? Wow, das ist schon echt lange her. Ich glaube, so da war ich noch mal das Baby. Da war ich 13, 14 Wahnsinn. Oder sowas und war damals auf dem Casting. Ich weiß noch, ich glaube, Bora war auch da. Seitdem kenne ich Bora, das ist ja auch der Regisseur von Fuck You Goethe. Mhm. Und ich glaube, 2 Runden oder sowas gab es dafür. Und dann war das relativ schnell gecastet. Und mein Gott, haben wir da viele verrückte Sachen gemacht. Wenn man Dr. Styrie kennt, weiß ich, durch was ich da alles gehen musste. Wurstbrote im Gesicht, ich war auf ein Auto gebunden. Du warst die junge Version von Mädchen, ne? Ja, genau. Ich habe Wagen wütend zerschlagen dürfen. Okay. Die hatten so eine 80er-Schulball-Szene, wo ich mit so 3 Zöpfen komplett, so 3 Zöpfe auftopiert in 3 bunte Farben angesprüht irgendwie rumgesessen habe. Ja. Und da kam auch später, hat Lukas Reiber ja Marc Meyer in Jungen auch gespielt, mein Partner da sozusagen. Mhm. Und das ist auch ganz schön, den habe ich auch bei Fuck You dann wieder gesehen. Und irgendwie ist das voll die kleine Familie. Wir spielen die Voicemail deines Lebens. Was ist das? Also... Okay. Ich sag dir gleich eine Figur. Ja, oh nee. Und wie alt die ist. Okay. Und dann erkläre ich dir eine Situation und du machst dazu eine passende Voicemail. Okay.
Ah! Erste Figur, Sasa, 23, erklärt ihrer besten Freundin Ruby, dass die beiden jetzt auf der Straße sitzen, weil sie eine bestimmte Wette verloren hat. Du machst jetzt diese Voicemail für Ruby, erklärst dir die Situation und auch, welche Wette du verloren hast. Und los. Okay, wir sitzen auf der Straße, weil wir eine Wette verloren haben. Warte Sekunde. Und ich muss ihr das erklären in einer Nachricht. In dieser jetzt. Hey Rubs, ich bin's und zwar richtig blöde Geschichte. Ich war gerade mit Philipp unterwegs und wir haben darum gewettet, dass ich auf einem Bein es schaffe, über so ein Hütchen zu springen, du weißt schon, dieses Straßenhütchen aus Stein. Und ich habe es natürlich nicht geschafft und umgefallen und wir haben um unsere Wohnung leider gewettet und deshalb hat er jetzt den Schlüssel für die nächsten 2 Wochen. Sorry! So was? Ja, perfekt. Gott. Und du musst gar nicht? Nee. Oh Mann. Zweite Runde. Nee, es geht weiter. Angela, 64, teilt ihrer Schwester Irene mit, was die 5 verboten geilen Dinge sind, die sie sofort nach Ende ihrer Legislaturperiode im Bundestag machen will. Warte, was? Was? Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin. Oh Gott. Angela, 64, erzählt ihrer Schwester Irene, welche 5 verboten geile Dinge sie sofort nach Ende ihrer Kanzlerschaft machen wird. Hallo, liebe Irene. Ich wollte dich über meine Sommerferienpläne aufklären. Und ich freue mich schon mega doll auf einen Bungee-Jumping-Trip in Mexiko. Und mit Haifischen schwimmen werde ich auch gehen auf den Malediven. 5 Dinge, ne? Oh Gott, was fällt mir noch ein? Ab ins Bergheim. Aber nur an einem Sonntag. Manu! Oh nee, ich krieg Ärger. Bless Bruders tanzen, wo wir gerade hier sind. In diesem Outfit, das ist sehr schön. Und unbedingt zu einer Tupperware-Party, was ich noch nie gemacht habe. Deshalb wollte ich da unbedingt auch mal hin. Und ich werde alles daran setzen, dass das in der nächsten Zeit auch so passiert. Oh Gott, richtig schlimm. Nee, ich bin froh, dass du sie nicht in den KitKat-Club geschickt hast. Ja, es war in meinem Kopf. Banküberfall in der Deutschen Bank in der Schwechater Straße 38. Sie sprechen mit Hauptkommissar Selling. Ah ja. Also, wir wollen 300.000 Mark im Bar, zu kleinen Schein von 10 bis 100. Hier spricht die Geisel aus der Deutschen Bank in Gladbeck. Wenn wir sie nicht in der Bank kriegen, dann kriegen wir sie vor der Bank. Als ich die Casting-Anfrage bekommen hatte und die Originalbilder gesehen habe das erste Mal, konnte ich nicht, also ich dachte, das wäre ein Film. Ja, man kann es eigentlich auch nur hoffen. Ich dachte, das wäre gestellt. Ich habe mir das angeguckt und dachte, das kann nicht echt sein, musst du es nochmal googeln. Ja. Und als ich dann gesehen habe, dass es wirklich passiert ist und meine Mama mal gefragt hat, und sie war so, ja, total absurde Geschichte, war ich wirklich zutiefst getroffen. Das war ein Geiseldrama, was in Deutschland passiert ist, eines der ersten Geiseldramen dieser Art, wo die Presse ganz massiv involviert war durch eine blöde Anreihung an Ereignissen. Und das hat damals das Land, es ging 3 Tage insgesamt und es war so Stillstand und es wurde auf jedem Sender, also das war die erste Geiselnahme oder der erste Verbrechensfall, der so krass dargestellt wurde. Ja, genau, dargestellt was wurde. Abgefahren war halt wirklich, die Medien haben alles, was man eigentlich machen müsste, aus ethischer Sicht ignoriert. Warum das jetzt so war zu seiner Zeit, auch der Film ist da nicht besonders kritisch. Er zeigt, was passiert ist, ohne den Finger zu heben. Man muss selber entscheiden, wer ist gut, wer ist böse. Und es war halt so, dass 2 Männer eine Geiselnahme gemacht haben und später dann einen Bus entführt haben mit ganz vielen Leuten. Meinen Sie nicht, dass es nicht besser ist, aufzugeben? Ja, ihr selbst unsere Geiseln? Na, aufgeben, auf keinen Fall. Das letzte ist dann. Mittendrin war die Frau, die du dargestellt hast. Wie hieß die? Wer war das? Silke Bischoff. 18 Jahre, ne? 18 Jahre alt. Silke Bischoff war mit ihrer besten Freundin auf dem Weg zu einem Videoabend, ist nichtsahnd in diesen Bus eingestiegen. Und die 2 Geiselnehmer waren ja davor schon in der Deutschen Bank, haben da 2 Geiseln mit in ein Auto genommen, sind mit dem Auto auf diesen Busparkplatz und haben dann diesen Bus übernommen, wo eben Silke Bischoff, Ines mit drin saß und der spanische Junge Emanuele mit seiner kleinen Schwester. Und noch sehr, sehr viele mehr. Der auch gestorben ist. Genau, das fand ich total abgefahren. Also das ist für die, die jetzt zum ersten Mal von Gladbeck hören, googelt das mal, schaut bei Wikipedia. Ja. Wie würden Sie reagieren, wenn die Polizei auftauchen und absperren würde? Dann wird der Geisel sofort erschossen, ne? Sehr,
Silke ist ja die Figur, die du spielst, mit die tragischste Figur in diesem gesamten Geschehen ist. Ja. Es nimmt kein gutes Ende für sie. Mhm. Du hast dich wie vorbereitet auf die Rolle? Ganz viel Recherche. Also ich fand, der Druck war diesmal sehr hoch. Also immer, wenn man eine echte Person spielt, ist die Verantwortung, also spürt man die Verantwortung auch noch mal mehr, weil man möchte der Person irgendwie gerecht werden, man möchte sie auf keinen Fall imitieren. Aber man möchte auch nicht irgendwie, man kann sich natürlich auch nicht komplett irgendwas selber dazu ausdenken. Also in dem Fall ging es halt ganz viel um Recherche. Hattest du Kontakt mit irgendjemandem, der sie persönlich kannte? Nee, die Produktion hatte ganz viel Kontakt zu der Mutter. Auch unser Regisseur hat viel mit der gesprochen. Der ganze Fall war super gut recherchiert. Es waren auch, glaube ich, ein paar Polizisten mit involviert, die damals auch dabei waren und haben uns betreut und geschaut, dass wirklich alles akkurat ist. Und du kannst das ja auch leider alles sehr, sehr gut recherchieren. Also du findest ja wirklich... Das Internet spuckt mehr und mehr über diesen ganzen Fall aus, leider. So surreal. Ja. Journalisten drängelten sich um die Opfer. Mehr als 30 Geiseln in einem Bus, eine Top-Story. Menschliche Tragödien auf allen Kanälen. Einige Stunden später an einer Autobahnraststätte bei Bremen. Ein Junge wurde erschossen. Die Journalisten blieben trotzdem dran, verfolgten den Bus durch die Nacht. Wie tief tauchst du in diese Rolle bei Gladbeck ein als Mensch? Also es ist klar, es ist eine todtraurige, schlecht ausgehende Geschichte für die Figur selber, ein echter Mensch. Wie tief gehst du da rein, wie sehr lässt du das an dich ran? Ich glaube, in erster Linie ging es ja um ihre Persönlichkeit und wer das ist und wie die war und nicht um unbedingt, was ihr passiert. Sondern für mich als Spieler geht es ja darum, die Person so zu finden mit ihren Eigenschaften und Seiten und wie sie dann auf Sachen reagiert. Und dann diese Figur nehme ich mit in die Szenen und lasse dann alles drumherum passieren, irgendwie auf eine Art. Auch alles Tragische natürlich. Aber ich mochte diese Rolle sehr, sehr gerne. Manchmal fühle ich die auch noch. Ganz merkwürdig. Ich habe das Gefühl, ich habe eine Verbundenheit mit ihr mittlerweile. Hättest du mit Silke im echten Leben befreundet sein können? Was glaubst du? Ja, auf jeden Fall. Es gab sehr, sehr viele sehr abgefahrene Momente. Zum Beispiel waren sie in der Kölner Innenstadt und plötzlich umringt von ganz viel Presse, später auch auf der Autobahn. Gab es Momente, bei denen du gedacht hast, okay, das fühlt sich hier gerade so echt an? Der Tag in der Kölner Innenstadt war mein allererster Drehtag. Also ich kam ans Set, ich habe mir meine Haare geschnitten und gefärbt für die Figur, weil die hat ja einen sehr speziellen Haarschnitt gehabt. Und ich habe noch niemand, also ich kannte ein paar vom Casting, aber auch noch nicht im Kostüm oder man konnte sich das noch nicht wirklich vorstellen. Mhm. Auch Lilly Fichter, die Ines gespielt hat, hatte eine Perücke auf, die habe ich noch nicht gesehen, wie sie aussieht am Ende. Kam an, wurde fertig gemacht, habe mich selber schon im Spiegel gesehen und war nur so, wow, ich sehe wirklich aus wie diese Person. Und wir haben Monate davor eben diese ganzen Bilder nochmal gesehen und recherchiert. Und als ich ans Set gekommen bin und alles 1:1 aussah, wie diese Bilder, die ich eben gesehen hatte, jeder. Alle um mich herum. Es hat sich angefühlt, als ob man auf einmal mittendrin sitzt. Und auch die Art und Weise, wie wir gedreht haben, Kian Riethoff, ganz großartiger Regisseur, mit Armin, dem Kameramann. Die Kamera war teilweise auch in der Masse versteckt, weil wir auf so einer Handkamera gefilmt haben. Man saß eben im Auto und wusste teilweise nicht, wann wir drehen, von wo gefilmt wird, was gemacht wird. Hatte und du hattest die ganze Zeit eine Waffe am Hals. Ja, gruselig. Gott. Sehr gruselig. Man hat Angst. Man kriegt wirklich Angst in manchen Momenten. Besonders, weil es eben echt ist und weil du weißt, dass es passt. Waren auf jeden Fall harte Tage mit dabei. Wie waren die Reaktionen im Nachgang? Alles sehr gemischt. Manche sind sehr kritisch, was ich total nachvollziehen kann. Manche fanden es total toll, aber jeder hat, in jedem ruft es so eine Emotion hervor. Und das ist, was auch mich fasziniert hat eigentlich an dem ganzen Drehbuch und warum ich da so gerne mitmachen wollte. Wenige Tage vor der Veröffentlichung wurde einer der Täter freigelassen. Ja. Der Mann, also die Figur, die dir hinten die Waffe an den Hals gehalten hat. Ja, da gab es auch viel Trubel drumherum, was und wie. Ich glaube, der war auch nicht so ganz einverstanden mit dem Film. Aber ich fand es sehr wichtig, dass darüber ein Film gemacht wurde, also dass das nochmal aufgerollt wurde. Ja, eben, das ist ein Stück, also das ist eine Art Aufarbeitung auch dieser ganzen Sache, finde ich, die nie wirklich aufgearbeitet wurde. Ich finde, du hast eine besondere Zerbrechlichkeit, wenn du spielst. Also gerade bei Gladbeck ist mir das aufgefallen, die Silke hat halt viel gelächelt in Situationen, da gibt es nichts zu lächeln, um irgendwie die Situation zu entspannen. Und ich finde, du hast ein sehr, sagen wir mal, rohes Spiel. Das heißt, also ich konnte immer sehr fühlen, was die Figur fühlt, weil du das unvermittelt weitergegeben hast. Was passiert als nächstes bei dir? Dieses Jahr kommt noch was ganz Tolles, aber ich darf noch nicht sagen, was. Aber
Es wird toll und sobald ich drüber reden darf, dann wisst ihr auch Bescheid. Aber ich freue mich und als nächstes kommt auf jeden Fall Walpurgisnacht raus, auf was ich mich sehr freue. Das war die Web-Talk-Show. So. Das war die Web-Talk-Show mit dir, Sasa. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Und ich hoffe, du hattest ein wenig Spaß. Ja, sehr. Das sehr. Und du hast jetzt noch eine unglaubliche Gelegenheit. Du darfst in diese Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ich sehe, du hast schon eine Idee. Oh. Für euch gilt Kanal abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Oh Gott. Okay, ich sage jetzt irgendeinen Quatsch. Wer im Glashaus sitzt, sollte anderen keine Grube graben. Das war ich. Adieu. Hast du das mit Absicht falsch gesagt? Ja, natürlich. Okay. Ja.